In mittelalterlichen Texten wird verhältnismäßig oft von und vom Spielen erzählt. Kaum ein höfischer Protagonist, der keine Ausbildung in Schachspielen erhält, kaum eine Festschilderung, die ohne Spielen auskommt und kaum ein Autor, der sich nicht mehr oder weniger großzügig aus dem reichhaltigen Vokabular der Spielsprachen bedient. Spiele und das Spielen in der Literatur sind so allgegenwärtig wie der Spielbegriff im literaturtheoretischen Diskurs. In der Altgermanistik ist beides bisher nicht oft systematisch zusammengebracht worden. Das mag zum einen daran liegen, dass die Spieltheorie, im Moment sie literarisch wird, den historischen Ursprung ihres Begriffs zugunsten einer verheißungsvollen Metaphorik längst vergessen oder jedenfalls ignoriert hat. Aber Heraklits Aion, das Genom jedes spielenden Autors, spielt Peteia, ein strategisches Brettspiel ohne Würfel, bei dem der gewinnt, der vorausschauend und geübt die Steine setzt. Eine solche literarische Spieltheorie interessiert sich für das Erzählen vom Spielen nur, insofern es eben Erzählen und also Literatur ist. Eine Verbindung von beidem ergibt sich bestenfalls rein zufällig und nur punktuell. Zum anderen beginnt eine systematisch und historisch mehr oder weniger kohärent beschreibbare literarische Spieltheorie wohl erst mit Petrarca. Zwischen dem Spiel der antiken Philosophen und dem Spiel der Dichter der Renaissance klafft begriffs- und theoriegeschichtlich eine Lücke, in der zwar häufig vom Spielen erzählt wird, sich aber kein abstrakt gedachter literarischer Spielbegriff manifestiert. Die Mittelalterphilologie interessiert sich daher, wenn überhaupt, für Spiele und Spielen in Erzählungen nur als Teil eines narrativen Handlungsverlaufs und Gegenstand der Fiktion. Über den Einzeltext hinausgehende systematische Überlegungen zum Spielerischen der Literatur finden sich wenige Auseinandersetzungen und meist auf die Lyrik beschränkt. Der Befund einer historischen Lücke zwischen antiker Philosophie und Renaissance-Humanismus hinsichtlich eines literarischen Spielbegriffs hängt, davon sind auch wir ausgegangen, unter anderem mit einem Bruch zusammen zwischen dem kulturgeschichtlichen Substrat, den Spielen und seiner Transformation in eine literaturgeschichtliche Begrifflichkeit, dem Spiel. Wir haben also diskutiert, ob und wie die volkssprachigen Autoren des Mittelalters den Bruch weg und die Lücke auserzählen. Für die Beschäftigung mit Spielen in der mittelalterlichen höfischen Erzählliteratur ist zum einen die in den Texten über die bloße Materialität von Spielzeugen hinausgehende, imaginierte Objekthaftigkeit von konkreten Spielen für die Narration von Belang. Zum anderen das Spielen als Interaktion epischer Figuren für die Erzählhandlung. Die Rekonstruktion der Genese kulturhistorischer Aspekte geschieht stets im Horizont des Imaginären, auch insofern mittelalterliche Autoren selbst Spiele und Spielen als kulturgeschichtliche Phänomene wahrnehmen, deren historische Emergenz sich in der literarischen Erfindung von Ursprungsfiktionen als spezifisches zeitgenössisches Interesse äußert. Die daraus abgeleiteten Motiv-, Gattungs- sowie diskurshistorischen und theoretischen Überlegungen zum Spiel und zum Spielen sollten sinnfälligerweise als genuin literaturwissenschaftliche aus den Texten heraus entfaltet und erst sekundär mit spieltheoretischen Thesen konfrontiert werden. Diese Vorgehensweise ist deshalb angezeigt, da die frühen bis heute aber maßgebenden kulturgeschichtlichen Erforschungen des Spiels als kulturellem Handeln, die überwiegend aus anthropologischen, näherhin ethnologischen Erkenntnissen schöpft, heute von Seiten des eigenen disziplinären Feldes zum Teil schwerwiegende Anachronismusvorwürfe entgegengebracht werden. Zudem verdankt sie, nicht nur was das Mittelalter angeht, ihr Material zwar im großen Umfang mündlicher und schriftlicher literarischer Überlieferung, es wird der Literarizität der Quelle aber in der Regel kaum Bedeutung zugemessen und sie wird auch bisweilen ganz verschwiegen. Wir haben das an der Auseinandersetzung vor allem mit Johann Heusinger, Marcel Moos und dem Potlatsch gesehen. Dass und inwiefern erzähltes Spielen in Beziehung zum Imaginären steht, essentiell an seiner Konstruktion beteiligt ist und Entscheidendes zur Konterdiskursivität der Literatur beiträgt, bleibt dort entsprechend unberücksichtigt, was sich nicht unwesentlich auf die empirischen Erkenntnisse auswirkt. Umgekehrt greifen Philosophie und Philologie im Bereich Spieleforschung und mit dieser verwandter Themenfelder, zum Beispiel Ritualforschung, Gabentheorie, Sozialökonomie, bis heute auf eben solche Paradigmen zurück, die sich auf Grundlage der Faszination an ethnografischen Studien vom Ende des 19. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts etablierten.
Namen wie Johann Heusinger, Georges Bataille, Clifford Geertz und Marcel Moos sind allen MedievistInnen ein Begriff. Die Erforschung scheinbar fremder, wilder, hat die Erforschung der Alterität des Mittelalters von jeher stimuliert. Es hat sich aber gezeigt, dass akademische Gewissheiten wie der Potlatsch als Paradigma für die agonale Grundstruktur archaischer Kulturen im Allgemeinen und für das Spielen im Spannungsfeld von Wettkampf, Agon und Verausgabungsökonomie, Alia im Besonderen, von der die Medievistik für ihre Konzepte unter anderem von der Sozialstruktur der Ehre, der Ökonomie des Zweikampfs sowie der Fest- und Gabenlogik maßgebliche Impulse enthalten hat, von der Betrachtung konkreter Spiele in der Literatur aus in einem ganz anderen Licht erscheinen und neu überdacht werden können. Wir haben anhand dreier Fragen über Spiele in der mittelalterlichen Literatur nachgedacht. Was, wie und warum wird in moderner Literatur von und vom Spielen erzählt? Zwar steht ein im Prinzip theoriefähiger, vom Konkretum strukturell und funktional abstrahierender Spielbegriff mit der antiken Überlieferung philosophischer Schriften und ihren frühchristlichen, theologischen und späterhin scholastischen Adaptionen in Ansätzen grundsätzlich zur Verfügung. Literarisch fruchtbar wird er allerdings bei den volkssprachlichen Autoren kaum. Theoretische Auffassungen vom Spiel fließen nur dann in das Erzählen ein, wenn sie sich auf konkrete Spiele rückbeziehen lassen. Auch dort, wo mittelalterliche Erzähler selbst das Spielen mit anderen kulturellen Handlungen in eine Beziehung vergleichender Übertragung setzen, geschieht dies stets im Horizont konkreter Spiele. Andererseits sind die volkssprachigen Autoren von Spielnarrativen kaum an der Darstellung formal sichtbarer Aspekte als solchen, also an der Phänomenologie der Spiele interessiert, sondern an ihrer axiologischen Verortung innerhalb des Geflechts geltender kultureller, sozialer, intellektueller, ethischer, moralischer und religiöser Normative der Gesellschaft, für welche sie ihre Texte verfassen, den psychosozialen Faktoren und Wirkungen für die Spielenden und ihrem gesellschaftlichen Kontext, insofern sie narrativ, handlungslogische und narratologisch strukturgebende Funktionen übernehmen. Dass dabei zwei Spiele bzw. Spielarten deutlich hervorstechen, macht diese klare Fokussierung auf gesellschaftstheoretische Parameter des Spielens evident. Aleatorische Spiele sind durch ihre entwicklungsgeschichtliche Verwandtschaft mit dem antiken Orakelwesen, dessen Kritik im mittelalterlichen Diskurs eng mit dem Fortuna-Thema und seiner christlichen Über- und Umformung verbunden ist, gegenüber agonalen Brettspielen deutlich abgewertet. Das Spielen mit Würfeln in der mittelalterlichen Erzählliteratur ist fast ausnahmslos auf sozial niedere Milieus beschränkt, weshalb im höfischen Kontext kaum gewürfelt wird und Glücksspielmetaphorik fast ausschließlich mit klar negativen Konnotationen oder mindestens in prekären Kontexten verwendet wird. Demgegenüber steht Schachspielen schon fast metonymisch für höfisches Handeln auf kulturell höchstem Niveau, die zum festen Motivkern vormoderner Epik avancierte Schachregel des providenziellen Herrschersieges ist illustrativstes Ausdrucksmittel des Königsspiels, in dem sich kultureller Adel, Herrschaftsidealität und religiöse Überlegenheit gleichermaßen manifestieren, repräsentieren und problematisieren lassen. In der höfischen Literatur und Kultur triumphiert Idealiter, also Agon, deutlich über Alea. Aufgrund dieser Beobachtungen hat sich Heusingers Spieltheorie, die seit den letzten 25 Jahren wieder Konjunktur erlebt und zumeist als Referenz für die kulturtheoretische Auseinandersetzung mit alteritären Spielgesellschaften herangezogen wird, für das Verstehen mittelalterlicher Spielnarrative als wenig nützlich erwiesen. Heusingers evolutionistische Vorgehensweise vom heiligen Spiel zur Kultur und wieder zurück zum bloßen Spiel stützt sich auf die phänomenologische Beobachtung sozialer Spiele, das heißt jedweder regelgeleiteter kultureller Handlung, die sich generell auf die religiöse Feier zurückführen ließe, schließt aber konkrete Spiele durch alle Epochen hinweg als kulturell unfruchtbar aus. Das gilt nicht nur für Glücksspiele, die aufgrund eines restriktiven, konzipierten Ausschlusskriteriums aus seiner Definition fallen, sondern auch für Schach. Dass dies für die hermeneutische Erschließung für solche Spiele erbearbeitenden Literatur, deren kulturelle Fruchtbarkeit wohl niemand bestreiten würde, äußerst unzureichend ist, ist deutlich geworden. Neben dem heiligen Ernst und dem agonalen Instinkt kennt Heusinger keine Spielweisen.
In dieser Hinsicht waren Roger Calois Präzisierungen und Ergänzungen hinsichtlich der psychischen und sozialen Bedürfnisse und Erwartungen fruchtbar, welche Spiele einer Gesellschaft erzeugen und reflektieren und Haltungen, mit welchen Spielende sich untereinander und zum Spiel in Beziehung setzen, zurückzugreifen. Die systematische Charakterisierung der spezifisch unproduktiven Ökonomie des Hazardspiels gegenüber wirtschaftlichen und sozialen Prozessen akkumulativen Gewinns durch Calois bindet Alia wesentlich in die Spieldefinition ein, womit sich das Würfelmotiv im Kontext des Aventüre-Zweikampfs der höbischen Literatur, etwa im Iwein Hartmanns von Aue, hat neu interpretieren lassen. Die Einteilung der Spiele unter anderem nach agonalen und aleatorischen Struktur- und Funktionsmerkmalen und vor allem deren spezifische Verbindung an der Schnittstelle von idealen und korrumpierenden Bedingungen sowie nach den beiden einander entgegengesetzten Spielweisen Paideia und Ludus trifft sich exakt mit jener Konfiguration um die beiden Pole, zwischen denen sich das Erzählen vom Spielen im Mittelalter ausfaltet. Dies führt zu der Frage, wie die volkssprachige höfische Literatur des Mittelalters von und vom Spielen erzählt. Ganz unterschiedliche Diskurse werden mit dem Thema Spiel in Verbindung gebracht oder in dieses integriert. So erhält das Spielen nicht selten etwa exempelhaften Charakter für allgemein didaktische und im engeren Sinne pädagogisch Geltung beanspruchende Normative im Kontext adliger Erziehungsdiskurse. Das kann etwa in allegorischer Sprechweise geschehen, die schließlich in buchumfänglichen Allegoresen aufgeht und mit den Schachzabelbüchern eine neue literarische Gattung hervorbringt, deren Ziel weniger darin bestanden haben wird, jungen Adligen die Kunst des Schachspielens zu vermitteln, sondern vielmehr das allegorische Potenzial des materialen Objekts und der Regelmechanismen des Spiels zu reflektieren und narrativ auszubreiten. In Spielnarrativen steht das Spielen im höfischen Kontext in strukturellem und funktionalem Zusammenhang, unter anderem zu Minneanbahnung und Vollzug, Kampf und Kriegsführung, Diplomatie, idealem feudalem Handeln und vorbildhafter christlicher Lebensführung, aber auch, vor allem im heldenepischen Genre und historiografischen Texten, zu Verrat, Gewalt und Mord. Spiele werden in narrativer Handlungsnähe zu anderen Szenen agonaler Konfliktaustragung positioniert, wodurch diese eine besondere Kontur erhalten, die sie zwischen Spiel und Nichtspiel, zwischen unterschiedlichen Authentizitäts-, Verbindlichkeits- und Wirklichkeitsparadigmen eigenartig oszillieren lässt. Ein ähnlicher Effekt wird erzielt, wenn auf der Darstellungsebene Metaphern konkrete Spiele dort gezielt alludieren, wo es in der erzählten Welt keinen faktischen Bezug mehr zum Spielhandeln gibt, beispielsweise bei der Andeutung und Schilderung von Minnevollzug oder beim aventürehaften Zweikampf. Interessant und für die tendenzielle Ausdifferenzierung eines spezifisch mittelalterlichen literarischen Spielkonzepts, das sich aus dem Erzählen vom Spielen heraus abstrahiert, entscheidend sind vor allem aber die zwischen diesen beiden Evidenzen pendelnden Formen, indem originäre Spielzeuge als Objekte zweckentfremdet die Grenze des Spiels überschreiten und ihre Zweckbestimmung ausdehnen bzw. grundlegend ändern oder umgekehrt Spielrealien und die Subjekthaftigkeit epischen Personals wie karnevaleske Hybride zwischen Spiel und Nichtspiel unentschieden bleiben, wie zum Beispiel im Sir Gawain and the Green Knight. Das Spiel mit und über die Differenzen hinweg führt mitunter so weit, dass die Gleichzeitigkeit der Unterscheidbarkeit und Nichtunterscheidung, welche das Spiel zur Kippfigur einer ontologischen Ambivalenz macht, nicht nur auf Ebene des Diskurs vom Autor auf die RezipientInnen evoziert wird, vielmehr wird sie in der Histoire selbst primär zum Thema und Reflexionsgegenstand der epischen Charaktere, welche die Autoren die Fiktionalität der eigenen literarischen Welt als unernstes, konsequenzenloses und begrenztes Spiel bewusst werden lassen. Steht erst einmal die Spielmäßigkeit der Aventüre als Erzähltes zur Debatte, ist es zum Spiel des Erzählens nur noch ein kleiner Schritt. Die Frage nach dem Warum kann man gut vor dem Hintergrund des Spiels über Bande fassen. Spielt man nämlich über Bande, verlängert sich der Lauf der Kugel, das Spiel wird somit erst indirekt getroffen. Das hat eine praktische und eine ästhetische Seite. Das Spiel über Bande kann notwendig sein aufgrund von Hindernissen, die auf dem geraden Weg zum Ziel liegen, die aber auch bewusst kunstvoll umspielt werden können, um das Spiel für ZuschauerInnen ästhetisch aufzuwerten und die Meisterschaft der Spielenden zur Aufführung zu bringen.
Allerdings ergibt sich durch die selbst auferlegten Schikanen in der über Bande erspielten Zeit, in der die Kugel auf Umwegen ist, aber auch die Gefahr, auf zuvor unvorhergesehene Hindernisse und Schwierigkeiten zu treffen, die das Erreichen des Ziels erschweren oder vorzeitig vereiteln. Positive wie negative Konsequenzen aus dem Spiel über Bande gehören zur Herausforderung und zur Lust des Spiels. Dieses Bild ist nun ebenso anschaulich vom konkreten Spiel her abgeleitet wie das metaphorische Potenzial der Formulierung offenkundig. Anwendung findet es in übertragener Bedeutung heute vornehmlich in politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, deren sie beschreibende Wissenschaften in spieltheoretischen Ansätzen komplexe Planspiele als Ob-Szenarien für Probehandel mit Wenn-Dann-Operationen entwirft und Entscheidungen von in sozialen Systemen interagierenden Subjekten errechnet. Über Bande spielen wird etwa genannt, wenn verfassungswidrige oder parlamentarisch nicht mehrheitsfähige nationale Gesetzgebung über den zwar längeren, aber erfolgreicheren Umweg der EU-Richtlinien erzwungen wird. Der metaphorische Ausdruck ist im Unternehmenscoaching bekannt als Strategie bei der Kundengewinnung, gezielt mit KonkurrentInnen zu kooperieren, um eigene Ressourcen zu schonen oder Defizite zu kompensieren und so eine Win-Win-Situation herbeizuführen. Und als Beratungstechnik im Versicherungsbereich mit dem schönen deutschen Namen Zeugenumlastung, bei der schockierende unversicherte Fälle aus dem nahen persönlichen Umfeld die KundInnen zur Entscheidung bewegen sollen. Spiele in modernen Erzählungen bearbeiten Probleme in der erzählten Welt. Sie verlängern oder verkürzen Zeit, entlasten von Letalität, erzeugen und befriedigen die Lust an der Kurzweile. Handlungs- und Darstellungshindernisse werden er- und umspielt. Die Lebenszeit der Lyder wird exakt verdoppelt. Rodolfs hochmütiges Brettspiel verkürzt die Lebenszeit der Herula erheblich. Die Spielzeit Rurtlebs wird dem Helden nicht nur zur diplomatischen Verhandlung und Erprobung der Vertrauenswürdigkeit des konkurrierenden Vertragspartners, sondern vor allem zur erfahrungsmäßigen Einübung in die christliche Sozialutopie und für den persönlichen Erkenntnisprozess der göttlichen Fortuna überlassen. Das Argon-Alia-Paradox des Aventüre-Zweikampfs sorgt für eine für Kämpfer und RezipientInnen reizvolle Aufführung exorbitanter Kampfkraft und Ausdauer, für die Repräsentation varianter Erzähltechniken eines immer gleichen Themas wie für eine quälend zähe, den ästhetischen und ethischen Gehalt und die grundsätzliche Sinnhaftigkeit des Geschehens problematisierende Zerdehnung der erzählten Kampf- und Erzählzeit. Spielnarrative stehen im Dienst anderer Diskurse, der Religion, der Minne, des Rechts, der Politik, der gewaltförmigen und friedlichen agonalen Handlungsformen adliger Konkurrenz. Sie schaffen Verbindlichkeit oder sie stellen in Frage. Spielen in der Literatur der Vormoderne steht also im Kontext kultureller, gesellschaftlicher und politischer Fragestellungen ohne, und darauf kommt es vor allem an, sich in diesen freilich zu erschöpfen. Das Erzählen von etwas über die Bande des Spielens erzeugt gezielt einen Überschuss über dieses Etwas hinaus. Spielen hat eine eigene, ausgestellte Evidenz, nicht nur als ein anderer, ordnender, interpretierender Diskurs oder nur rhetorisch und ästhetisch schmückende Sprechweise, sondern als ein Eigensinn, bei dem es um sowohl die epische Welt als auch das epische Erzählen strukturierende Unterscheidungen von Ebenen regelhafter und normativer Geltung, der Verbindlichkeit und Authentizität, der Faktualität und Fiktionalität, der Wirklichkeit geht, die nicht einfach axiologisch, linear und binär konfiguriert sind, aber trotzdem echte Differenzierungen sind. Wenn also ein Bote mit dem feindlichen König beim Schach sitzt, wird nicht nur diplomatische Kommunikation befördert, sondern das spielerische Probehandeln testet die Verbindlichkeit des Friedensvertrags, strukturiert die Aufführung seines Vollzugs, spiegelt den sozial-utopischen Entwurf des Exils und seine Regeln, die sich nur ex negativo in die Wirklichkeit mitnehmen lassen und dient der Authentifizierung des Geschehens in der Intradiegese. Wenn Ritter miteinander metaphorisch im Kampf Würfel spielen, ist das nicht bloß aus sprachästhetischen und rhetorischen Gründen über Bande gesprochen, sondern es geht um ökonomische Prozesse, die in spezifischer Weise unproduktiv sind und die daher mit dem ökonomischen Kapital von Ehre, wie sich am Iwein gezeigt hat, nur sehr unzureichend erklären lassen. Solche Narrative sind überhaupt erst durch die spezifischen Eigenschaften von Spielhandeln ermöglicht.
Metaphern des Spiels und des Spielens thematisieren die Grenze zwischen Spiel und Nichtspiel und riskieren absichtlich die normative Verbindlichkeit, Sinnhaftigkeit oder Wirklichkeit dessen, worauf sich die uneigentliche Sprechweise bezieht. Daraus ergibt sich bisweilen eine deutliche Signifikanzsteigerung des literarischen Diskurses als solchem im Hinblick auf seine Fiktionalität und seine narrativen Operationen poetologischer Selbstthematisierung. Markierungen also, welche die Literaturwissenschaft der Moderne unter dem Begriff des literarischen Spiels diskutiert. So hat sich schließlich mit gezielter Aufmerksamkeit auf die spezifische literarische Evidenz des Spielens in der Literatur und die Konturierung ihrer hermeneutischen Bedeutung in konfrontierender Auseinandersetzung mit den einschlägigen, nicht-literarischen spieltheoretischen Arbeiten der Moderne so etwas wie ein mittelalterlicher literarischer Spielbegriff skizzieren lassen. Wir haben diskutiert, wie fiktionale Texte auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen den literarischen Diskurs aus Spielnarrativen heraus entwickeln. Von der Vorstellung des Spielens als einem ästhetischen Ausdruck über die Selbstbehauptung und Meisterschaft des Dichters im Sangspruch und den poetischen und gesellschaftlichen Anspruch der Epik im Kontext der Murse bis hin zu narrativen Verfahren nach Muster konkreten Würfel- und Schachspielens und der expliziten Reflexion spieltheoretischer Konsequenzen für die Aventüre zwischen Handeln und Erzählen. Vielleicht lässt sich darin gar ein Telos erkennen. Eine Bewegung hin zur stärkeren Entdifferenzierung vom Konkreten, jedoch wohl nicht gänzlich hin zum Abstrakten oder bloß Metaphorischen. Die Beobachtung des Erzählens von und vom Spielen in der Vormoderne könnte daher den verlorenen Kontakt wiederhergestellt haben zwischen der kulturhistorischen Tatsache menschlichen Spielens und der Begrifflichkeit literarischer Spieltheorie, zwischen der Alterität und der Modernität unserer Kultur, auch in dem von mittelalterlichen Spielnarrativen gelernt werden kann, dass manchmal das, was uns als alteritäre Fremdheit erscheinen mag, in Wahrheit nur ein verzerrtes Bild unserer verfemten Eigenheiten sein könnte und wie sich manchmal etablierte Erklärungsmodelle mit problematischen Folgen der ethologischen Provokation der Philosophie verdanken.